Das Programm der Kultur- und Kreativpiloten hat ganz klar dazu geführt, dass wir uns jetzt stärker als Unternehmer wahrnehmen. Unser Projekt ist ja über Jahre einfach entstanden, gewachsen. Aber mit dem Pilotenprogramm haben wir es nochmal auseinandergenommen und auch haben wir ganz klar unter dem Aspekt geguckt, so wie gehe ich Unternehmer mit Sachen um? Was lasse ich so, weil es hervorragend funktioniert? Was kann ich optimieren? Und welche Punkte kann ich noch klarer als gelingend verkaufen, weil ich jetzt noch viel besser weiß, warum sie so funktionieren? Wir sind Literaturwegen und mit unserem Unternehmen machen wir Orte lebendig, indem wir Bewohnern beibringen, zu ihren Orten literarische Kurzgeschichten zu schreiben, die sie selbst hier erlebt haben. In dem Schreibprojekt in Kirchdorf Süd haben die Bewohner Geschichten geschrieben, die sie hier erlebt haben. Also die Storys, die entstanden sind, haben alle einen echten Kern, sie sind so passiert. Auf einiges wird man dann aufmerksam gemacht, wenn ein echter Schriftsteller dabei ist, der einem dann sagen kann, Moment, den Punkt machst du lieber nicht im Perfekt oder in der Vergangenheit, sondern lieber in der Gegenwart, weil das plastischer ist. Ja, man hat dann auch keine Ängste, dass man auch mal was sagen möchte und wenn man was falsch gemacht hat. Wir haben drüber gelacht. Der Höhepunkt von dem Literaturprojekt war das Stadtfest, wo im Sommer dann die ganzen Geschichten präsentiert wurden. Überall in Kirchdorf Süd hingen Riesenplakate von den Wänden runter, auf denen Geschichten zu sehen waren. Es hingen Texte auf großen Tafeln rum, die man lesen konnte. Und eben der Literaturrundgang wurde auf Tafeln präsentiert, wo man über einen QR-Code die Geschichten auf sein Handy holen konnte und wirklich an dem Ort, wo die Geschichten spielen, die Geschichte direkt hören kann. Unsere Auftraggeber kommen in Projekten wie Kirchdorf Süd aus der Wohnungswirtschaft oder wenn es kleinere Kommunen sind, ist es die Stadt selbst, die uns den Auftrag gibt, einfach mit dem Interesse, ihr Quartier, ihr Stadtteil nochmal nach außen neu darzustellen und auch nach innen die Identifikation der Bewohner über dieses ansprechende Projekt zu erhöhen. Wir bieten in Literaturwegen quasi das Komplettpaket an, von der Konzeption des Workshops über die Durchführung des Workshops, Lektorat der Geschichten bis hin zum fertigen Produkt. Oft ist es ein Buch, weil das einfach sehr toll zu Geschichten passt. Es können aber auch online-basierte Sachen sein. Wir haben diesen Workshop ja mit mehreren Gruppen gemacht. Und was ich am meisten schätze, ist halt die Offenheit, die sie gezeigt haben, einfach ihre Geschichten zu erzählen und zu teilen. Und wie sie einfach auch ganz authentisch und objektiv sehen, naja, die positiven Seiten und auch die Schattenseiten, aber trotzdem alle ganz klar sagen, wir leben hier und wir leben gerne hier. Und das kommt in den Geschichten, finde ich, auch wunderbar zum Ausdruck.